Hallo Bédalon mit Jannika Sprunger, die Schweizerin. Sohn eines Top-Vererbers, Balu Bédoué ist der Vater dieses Pferdes. Früher Olympiasieger mit Rodrigo Pessoa und mehrfach Weltcup-Finalsieger. Rodrigo Pessoa, den wir ja schon im Bild sahen, der ja hier 1994 damals mit Special Envoy auch den großen Preis gewann. So, und da hätte es eigentlich am Einsprung gescheppert. Da kam sie viel zu dicht, hat aber dadurch wieder Platz gehabt für die anderen beiden Sprünge. Nullrunde Nummer 3. Wie wär's damit? Na also. Klasse. Jannika Sprunger und Paulo B. Dallon mit Glück an der dreifachen Kombination am Einsprung, wo sie doch zu dicht waren. Am Ende hilfreich für die nächsten beiden Elemente der Sprungfolge. Und auch mit entsprechendem Einsatz des zierlich gebauten Körpers der Reiterin beim Überwinden der zweifachen Wasserkombination. Da sehen Sie im blauen Pullover Ihren Papa Hans Uli Sprunger. Früher auch einer der besten Springreiter lange Zeit der Schweiz gewesen. Sprunger aus Basel, 26 Jahre alt. Mit Balu Bédoué, einem französischen Pferd von Balu Bédoué. Hier sehen wir vorne im Bild Ihren Vater Hans Uli Sprunger. Früher selbst einmal Olympiaersatz für die Schweizer im Springsport. Da muss sie ihren zierlichen Körper noch einmal ein bisschen mehr zum Einsatz bringen, hier in der dreifachen Kombination, und hat danach sofort wieder Ruhe im Ritt. Sie nimmt Maß und lässt sich immer wieder Zeit auf dem Weg zum nächsten Sprung, der allerdings hier nach 6 Galoppsprüngen sehr, sehr schnell kommt und ist durchaus in der Lage, jetzt leichtfüßig auf Strafpunkt frei zu bleiben und auch wortgewaltig, und sie schafft die erste Doppel-Null-Runde. Jannika Sprunger und ihr Pferd, der springt noch mal für Freude ein paar kleine Galoppbuckler da heraus, ihr Franzose von Balu Bédoué. Über 40.000 begeistert. Und sie hat gekämpft, aber immer wieder das Pferd auf ihrer Seite gehabt. Das mitzog, drüber sprang und danach sofort wieder wartete. Was will die kleine Eidgenössin denn da oben von mir? Christian Ahlmann, Germany. Aber jetzt kommt Christian Ahlmann. Jetzt kommt Codex One.
Jetzt kommen die Nummer 1 der Weltrangliste. Die Weltranglisten-Erste dieses Sports, die in diesem Jahr in Hamburg die Global Champions Tour etabliert. Ja, Jannika Sprunger tritt an gegen die Herren Nick Skelton und Patrice Delavaux. Sie hat die undankbare Aufgabe, das Stechen gleich eröffnen zu müssen über einen Parcours, der jetzt noch 8 Hindernisse und 9 Sprünge vorhält. Ein Arrangement aus den Ensembles der Parcours des ersten und des zweiten Umlaufs mit 2 neuen Sprüngen, die dann noch auch angeritten werden müssen. Und Jannika Sprunger, die 26-jährige Amazone aus Basel, wird gleich im Parcours das Stechen eröffnen. An wen gehen 330.000 Euro Siegprämie? Ihr Vater Hans Uli guckt noch mal nach an den Gamaschen am Pferdebein, angebracht zum Schutz der Pferdebeine, ob sie auch sicher und fest sitzen, nicht während des Rittes verrutschen können oder gar verloren gehen. Es gab hier 3 Schweizer Siege. Mit Paul Weyer 1973, 10 Jahre später mit Winnie Melliger und 2004 mit Markus Fuchs. Sollte sie heute gewinnen, wäre sie eine Springsportheldin ihres Landes damit schon in diesen jungen Jahren. Ich will nicht übertreiben, aber es wäre so eine Art Parallele zu Steffi Graf damals im Tennis, als sie Wimbledon gewann. Nur Steffi Graf war damals noch erheblich jünger. Aber mit 26 zählst du noch zu den Jungen dieses Sports. Der Schweizer Equipe-Chef am Einritt schaut, was seine Springreiterin jetzt machen wird. Ein Pferd, das in der Lage ist, frisch im hohen Tempo Hindernisse zu überwinden. Ja, eng rum, vor allem der Wassergräben hier in der Söhrs zum Ochser. Und jetzt die lange Galoppsprenge, wo die Galoppade sehr lang und schnell wird, die dann aber wieder rechtzeitig genug, wie sie es hier macht, zurückgeführt werden muss. Dass die Pferde nicht zu flach werden, nicht zu weit hineinspringen, sonst wird es zu eng, dann kommen sie zu dicht an den Aussprung. Und das war hier der Fall für den Abwurf. Dann holen sie sich diesen Steilsprung, weil er nicht in einer sich anschließenden Linie aufgebaut wurde, sondern völlig aus der Linie gesetzt. Und dann sind sie im Ziel, wenn der Ochse überwunden ist, mit 4,53, 4,8. Allein hier im Stechen zu sein, unter den besten 3, ist ein hervorragendes Ergebnis. Ja, und sie kommt einfach zu schwungvoll hier rein. Und dann ist das Pferd einfach weit zu dicht am Aussprung dieser zweifachen Kombination. Die außerdem noch so ein bisschen bergab aufgebaut wird, weil dieser Platz ein leichtes Gefälle besitzt. Nick Skelton, Great Britain. Und nach der Eidgenössin 78, 21-jährig, für Großbritannien in der Nationalmannschaft in Nationenpreis unterwegs war. Eine glückliche Jannika Sprunger, die erst zum 2. Mal in diesem Jahr überhaupt in der Aachener Söhrs am Start ist. Vom Weltmeister des Jahres 2006 von Jos Lanzig eben geherzt wurde. Und von so vielen mehr, die jetzt ihr noch gratulieren. Sie war ein großes Talent schon in der Jugend. War an dieser Lähmung gefehlt. Doppelter Genickbruch. Dass er überhaupt wieder kam, war ein Wunder. Und insofern ein ganz besonderes Kapitel. Glücklich ist vorsichtig formuliert, Jannika Sprunger. Sie haben gejubelt, quasi als hätten Sie gewonnen. Das ist ein Riesenerfolg für Sie, auch der 2. Platz hier nach. Ja, das ist ein Riesenerfolg. Ich hätte mir das Anfang Woche vielleicht erträumen lassen, aber nicht, das war nicht in meiner Erwartung. Umso glücklicher bin ich mit meinem Pferd und meinem Team. Es war einfach unglaublich. Ja, und letztendlich haben Sie gegen Nick Skelton verloren. Sie haben gerade seine strubbelige Frisur angemerkt, aber ich glaube, es ist auch großer Respekt vor diesem
man da. Ja, auf jeden Fall. Was natürlich für mich ein bisschen Nachteil war, als ich als Erster rein muss in Stechen, etwas riskieren musste ich. Da war es ein bisschen zu doll in den Doppelsprung rein, aber mein Pferd hat alles gegeben und ich bin super happy. Wie war die Atmosphäre hier in Aachen vor 40.000 in diesem Riesenstadion? Es ist immer wieder was Besonderes. Sie sind erst zum zweiten Mal hier. Ja, ich bin zum zweiten Mal hier. Es hat mir letztes Jahr schon unheimlich Eindruck gemacht. Es ist einfach unglaublich. Man kann sich nichts Schöneres vorstellen. Natürlich, wenn die Nullrunde dann noch kommt, das ist einfach unbeschreiblich. Nächstes Jahr dann. Vielleicht der große Sieg. Dankeschön, Jannika Sprunger. Viel Spaß beim Feiern.